Kurz vor dem Ersten Weltkrieg, als Bahnhof und Post erbaut wurden, war St. Gallen eine der reichsten Städte der Welt. Der tiefe Fall der Industrie, die darauf folgende Depression und schließlich der Wiederaufbau der Wirtschaft haben Spuren hinterlassen. Weil Paris die Mode bestimmte, führte eine direkte Bahnverbindung von St. Gallen in die französische Hauptstadt, ohne Halt in Zürich. Den letzten Schrei der Mode zu kennen, war für die St. Galler lebenswichtig. Am engsten knüpfte man die Beziehungen zu Amerika. Im Merchants Club. Der Ekkesrierter Otto Bischoff beginnt 1914 eine kaufmännische Lehre in St. Gallen bei der Exportfirma Honecker & Co. Sein Bruder Paul ist ein angesehener Textilzeichner, der in den besten Kreisen geachtet wird. In seiner Autobiografie erzählt Otto Bischoff: Paul war Mitglied des damaligen Merchants Club in St. Gallen. Dieser exquisite Club war oben in der Eidgenössischen Bank domiziliert. Wer in St. Gallen unter Kaufleuten und Fabrikanten einen gewissen Namen hatte, konnte Mitglied werden. Paul nahm mich hie und da mit ins Restaurant dieses Clubs, wo exquisit gegessen wurde. Und nun sitzt der Enkel also im großzügig angelegten, fast leeren Lesesaal und beginnt in einem der Gerichtsurteile zu lesen. Darin wird seine Großmutter wegen versuchter Fruchtabtreibung für schuldig erklärt und mit Strafen verurteilt. Versuchte Abtreibung bedeutet, dass das Kind das Prozedere überlebt hat, überlegt der Enkel. Er überfliegt noch einmal die Daten in dem ausgebreiteten Schriftstück und beginnt zu rechnen. Plötzlich blitzt es in seinem Kopf. Ein kleiner, greller Schmerz. Das Kind, das damals hätte abgetrieben werden sollen, ist das einzige in der Schar, das er wirklich kennt. Es heißt Fritz und wurde später sein Vater. Verkauft wurde alles von St. Gallen aus. Sie belieferten die Textilgeschäfte. Damals hieß es noch A. Kriemler-Schoch, nicht Akris. In den Schürzen hatte es keine Namenszüge drin. Nur die Größenbezeichnungen nähten wir ein. 42, 44, 46. Also 36 und 34 gab es nicht. Die Fabrikantin. Alice Kriemler-Schoch hielt ihren Alltag in 14 Tagebüchern fest. Von 1933 bis kurz vor ihrem Tod stehen Meldungen aus dem Weltgeschehen neben Bemerkungen zur persönlichen Befindlichkeit, Kommentare zum Geschäftsverlauf neben Gedanken zur Familie. Bis in die 60er Jahre interessierte auch die internationale Prominenz. Vergilbte Zeitungsbilder der englischen Königsfamilie kleben mürbe auf den linierten Tagebuchseiten. Soraya ist dort präsent und am 18. März 1958 die monegassische Fürstin Grace im Kindbett mit Thronfolger Albert von Monaco. Als Alice Kriemler-Schoch die Meldung von Prinz Alberts Geburt ausgeschnitten und mit Klebestreifen einklebte, dachte sie wohl kaum daran, dass sich die künftige Ehefrau des monegassischen Säuglings, ein halbes Jahrhundert später, in Akris-Modelle hüllen würde. Die Geschichte der Textilindustrie prägt den Charakter der Ostschweizerinnen und Ostschweizer bis heute. Nicht zuletzt hat das einzigartige technische und kreative Know-how sowie die uns zugeschriebenen Eigenschaften wie Fleiß, Zähigkeit, Präzision und Ideenreichtum dazu geführt, dass die weltweit bekanntesten Produzenten von Stickereien und Stoffen noch heute in St. Gallen arbeiten. Erleben Sie eine Lesung, die lebendig und sinnlich ist, spannend wie ein Krimi, enthüllend wie eine Biografie oder ein ausgefeilter geschichtlicher Exkurs.